Ja, danke, Herr Präsident, für die Ermöglichung einer Kurzintervention. Herr von Notz, Sie leben fernab der Realität. Es ist unglaublich, hinter Ihrer linksgrünen Hypermoral, in der Sie sich sonnen, als Edelstar aus dem Norden, hinter dieser linksgrünen Hypermoral lauert ein totalitäres Denken. Andere Meinungen sind bei Ihnen nicht vorgesehen, Herr von Notz. Wie können Sie bestreiten, wie können Sie allen Ernstes bestreiten, dass es Medienfälschung gröbster Art unmittelbar nach Chemnitz und in den Tagen danach gegeben hat? Die ARD-Tagesthemen haben diese Fälschung selber zugegeben, sie aber verschwurbelt, einen Fehler nur genannt, ein Versehen, wo gezielt gröhlende Horden zusammengeschnitten worden sind mit friedlichen Demonstranten, um übelste Propaganda gegen freiheitlich denkende Menschen zu machen, die sich über einen Mord beklagt haben. Ja, und das ist noch nicht alles. Wir haben glaubwürdige Hinweise von Zeugen, die belegen aus dem Umfeld des Opfers, Freunde des Toten von Chemnitz. Die Freunde sagen, nach diesem ach so tollen Friedenskonzert, zu dem dieser Bundespräsident schändlicherweise aufgerufen hat, nach diesen, bei diesen linksradikalen Schmuddelrockern, nach diesem ach so tollen Friedenskonzert, beworben vom Bundespräsidenten, hat es den Versuch massiver Gewalttaten gegeben, unter anderem den Versuch, die am Tatort die Erinnerungsstätte für den Toten nicht nur zu schänden, sondern zu zerstören. Wir wissen von Zeugen, dass über eine Stunde lang die Polizei beschäftigt war, bis sie die Lage im Griff hatte. Über 1000 Besucher dieses ach so tollen linksradikalen Konzerts haben versucht, die Gedenkstätte in Chemnitz zu zerstören. Und Herr Kollege Braun, denken Sie bitte, eingesetzt worden. Herr Kollege Braun, Kurzinterventionen müssen kurz sein. Herr Kollege von Notz, Sie können antworten. Und Herr Kollege Braun, wenn Sie stehen bleiben, ersparen Sie sich, das zu fordern, wie Sie es kürzlich getan haben.